Liebe Leute, wir sind jetzt in Bowsers Welt angekommen, oder zumindest einen kleinen Teil von Bowsers Welt, weil es sieht nicht mehr als nach zwei Levels aus. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Bowsers Tank 1 an. Und es ist, ja, wie man sich halt es schon vorgestellt hat, ich hätte es mir schon so gedacht, es ist halt ein Tank, oder ganz viele eigentlich, um genau zu sein. Panzer, ne? Und es scrollt. Und, ja, wie bei... Wer hätte es gedacht? Super Mario Bros. 3. Oh, 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 oh. Oh, 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 fuck. Das war knapp. Kann ich nicht irgendwie erschießen, wenn er rauskommt? Kann ich. Oh yeah. Kommt er aber wieder? Manchmal, also beim anderen Spiel kam die immer wieder. Das, ob das hier ist, weiß ich nicht. Wäre geil, wenn nicht. Aber, mal sehen. Da war noch eine Blume. Ich warte mal. Ach, komm, her damit. Ach du Scheiße, wo bin ich sicher? Hier wahrscheinlich. Erstmal. Es hat lustig angefangen, aber wenn das Feuer dabei ist, dann habe ich schon ein bisschen Respekt. Denn das hat ganz schön was drauf. So, ducke ich mich mal. Okay, da haben wir diese Dinger, die ganz schnell schießen. Gleich auf zwei Seiten. Kommt der nochmal? Nee. Hier kann ich stehen. Also klar, hier passiert viel, aber ich kriege auch viele neue Power-Ups. Ich meine, ich habe noch nicht einmal die Feuerblume verloren. Was natürlich voll gut anbietet. Wow, haha, es war knapp. Und der ist jetzt erledigt. Komm, schieß raus. Oh yeah. Oh, oh was? Ich wurde nicht getroffen. Ich dachte, das wäre jetzt mein Untergang. Also Untergang. Ich wäre einmal erwischt worden. Krass. Läuft erstaunlich gut. Ist hier schon das Ende? Krass. So, hier kam ich wirklich gut klar. Gehen wir rein. Hier kommt wahrscheinlich dieser eine Boss. Ja, der Typ. Ah, wie frech. Was? Wie hab ich denn den... Warte mal, den zweiten Treffer habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Wie ich ihn das zweite Mal erwischt habe, das habe ich überhaupt nicht verstanden gerade. Ich müsste... To Bowser. Das habe ich gerade gesagt. Bowser's Land, Alter. Okay, wir haben ein... das war jetzt nicht meine beste Aktion. Aber das Level endet hier gar nicht. Ich dachte, das wäre so... Ja, okay. Wir haben, glaube ich, jeden Gegner einmal oder so. Kann das? Na, okay. Manchmal auch zweimal. Also, ein Level voll mit Hammerbrüdern und so ein Zeug. Ah, das wird mir helfen. Weg mit dir. Oh yeah. Und du auch. Und der Große da hinten sowieso, bevor der gerade überhaupt mal was machen kann. Sonst noch was? Okay, wir haben natürlich auch diese Pflanzen hier in diesem Cooper-Level. Cooper. Ja, Bruder-Level. Irgendwie sind die ja schon Coopers, oder nicht? Müssen wir jetzt irgendwo rein, oder was? Ja, hier. Oh, ein Power-Stern. Aber das hat irgendwie keine andere Bedeutung als... Naja, normales Level. Nur auf einmal stehen wir hier. Wir können nicht einfach hingehen, wir stehen auf einmal hier. Warp-Portal. Ja, das sieht doch eher nach einer Bowser-Welt aus. Okay, dann wollen wir mal. Bowser's Land 1. Also das ist jetzt offiziell Bowser's Welt. Jetzt so ganz offiziell. Und wir haben Yoshi's Island Musik, das ist doch cool. Und da schießen einfach überall Bomben raus aus der Röhre. Und der Gegner. Mein Lieblingsgegner. Aber man kann ihn mit einer... Den kann man mit einer Feuerblume töten, warum auch immer. Obwohl es so ein Metallkopf ist, der mit Feuer noch hinter... Er war schon tot und dann kommt er an mit seinem letzten scheiß Ding. Na toll, jetzt habe ich nichts mehr. Aber es wird schon. Zack, zack. Nein, nicht zack, sondern jetzt zack. Ah, ich muss mich beeilen. Ich habe nicht ewig Zeit hier zu stehen, aber gut. Reicht dicke Aussichtszeit. Gehen wir mal runter hier. Okay, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber es geht. Oh, noch ein Pilz. Nett. Lüge! Wie ich wieder verarscht wurde. Ich springe auf ihn drauf. Ich werde getroffen. Ihr habt es voll gesehen. Ihr wisst, dass ihr es gesehen habt. Na toll. Kriege ich vielleicht Ersatz? Nein, ich kriege jetzt natürlich auf einmal gar keine Power-Ups mehr. Magischerweise. Ich werde hier irgendwo getroffen. Das sehe ich doch. Obwohl, da ist das Ziel. Komm. Na! Scheiße. Boah. Fuck. Ich dachte, er fliegt einfach weiter und dann kehrt er auf einmal um. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Keine Panik. Ah! Panik! Viel Panik. Angry Sun. Ah, leck mich doch. Da ist ein Giftpilz versteckt. Moment, eine andere Idee. Kann ich vielleicht hier rein und... Oh,
Das war jetzt nicht so gut. Ich dachte, so in die Röhre kann man dann rein, aber man wird nur getroffen. Gut, und das ist erst der Anfang. Ah, okay, scheiße. Das ist auch eine harte Stelle, darüber zu kommen. Ich meine, das ist erst der Anfang im Sinne von Angry Sun hat noch nichts gemacht. Er steht nur da rum und ist einfach da. Wow. Okay, okay. Ich mag das Level nicht. Ich gehe mal lieber oben lang. Wow, das war ein Fail. Ja, ich denke, ich schmeiße den einen Goomba auf den anderen drauf, aber das scheint jetzt auch irgendwie gerade nicht geklappt zu haben. Tolle Sache. So, ich will den nehmen und zack. Ganz einfach, eine ganz normale Routine-Nummer, aber nicht heute. Kommt schon, haut alle ab. Ja, die spucken mit Feuer, diese Viecher, oh Mann. So diese kleinen da. Die hier sowieso. Oh, wie gemein. Ach, ich kann hier runterrutschen. Okay, dann bin ich... Und jetzt geht das Level S richtig los. Liebe Leute. Pilz? Ah, danke schön. Bin ich sicher, wenn ich hier stehe? Nein, nicht ganz, aber so halbwegs. Es gibt viele Giftpilze. Muss man auch noch sagen. Warte, hoch oder was? Gehen wir hoch. Bin ich hier sicher? Ja. Oh, jetzt runter. Das wird ja lustig. Okay. Da wäre auch ein Power-Up, glaube ich, gewesen. Ach du Scheiße. Boah, ist das viel. Oh, und dann springen diese Goombas auch noch alle. Als hätte ich nicht schon genug Probleme in meinem Leben. Was? Ich bin... Okay. Ihr habt meinen Tod gesehen. Ich bin nicht von Angry Sun getroffen worden. Ich bin nicht von Bullet Bills zerstochen worden. Ich bin einfach mal... neben dem Wasser durch den Boden gefallen. Das war meine Todesursache. Das ist ungefähr das Lahmste, was einem hätte passieren können. Warum bin ich da oben runtergefallen einfach? Da ist so Wasser, okay, da ist der Boden. Man kann einfach durch. Und dann, ja, stirbt man da jetzt einfach. Auch toll. Ach, auch noch toll, da ist jetzt... Okay, ah, hier ist ein Pilz die ganze Zeit, okay. Dann stehe ich jetzt genau wie eben da. Auch gut. So, jetzt fängt die Angry Sun ja an. Fuck it. Okay. Unten lang, das hat einmal geklappt. Das klappt kein zweites Mal. Oh, was ist hier nur los? Au, oh, das wird, glaube ich, nice, wenn ich das hab. Vielleicht, wenn ich schaffe, die auch zu behalten. Erstmal. Also ich habe ja Zeit. Gut, klar, ich habe nicht unendlich Zeit, das steht fest, aber ich habe noch gute 360 Sekunden und ich sollte die auch nutzen und vielleicht nur mal vorsichtig spielen. Gut, mache ich in diesem Level ja sowieso. Und nicht so Sachen überstürzen einfach. Genau, hier ging es ja runter. Die Stelle wird auch unschön. Wie der mich, naja. Ach ja, genau, so einfach rutschen dann. Das ist auch gut. Genau, ach, hier muss ich... Okay, ich muss ja springen, so. Okay. Dann hier runter. Oh, da ist schon das Ziel, gut. Bin ich eben die ganze Zeit vom Ziel gestorben. Naja, okay. Es war hart, aber es war nicht so lang, das Level, was immerhin eine kleine, faire Sache ist. Oh, hier gibt's nicht mal... Hier gibt's... Okay. Oh, das haben wir hier also. Wir haben Tanuki-Suit. Oder die Feder, ist ja kein richtiger Suit. Ist ja nur, dass wir diese Ohren haben und das Gold ist auch. Na gut, ich weiß nicht, ob das so nützlich ist, dieses Item zu haben, aber besser als es nicht zu haben wahrscheinlich. Ich wollte nur sagen, im Pilzhaus gab es keinen Tod. Es gab keine Münzen in den anderen Blöcken. Es gibt nur diese Power-Ups. Ich dachte, selbst die würde es nicht geben. Schau, das wäre so ein schlechtes Pilzhaus einfach. Aber was gut hier ist, ist für den... Für Tanuki Suit, man kann den Knopf gedrückt halten, den Springknopf, und man gleitet. Man muss nicht wie bei Mario Bros. 3 den die ganze Zeit so durchdrücken. Ist ein bisschen angenehmer so. Ah, das Gute ist, ich kann die abwehren. Das ist nice. Oh ja, ich mache es die ganze Zeit, denn auch wenn hier gar kein Gegner in der Nähe ist. Einfach nur, weil ich meinen Spaß dran habe. So, was ist das überhaupt für ein Hintergrund? Also, das ist.
wieder Suppe, aber es ist jetzt so rote Suppe. Soll es jetzt Blut darstellen oder so ein Zeug? Oder Lava? Ne, Lava sieht das jetzt gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Rote Suppe einfach. Der Hintergrund sieht selbst gezeichnet aus irgendwie. Heißt jetzt natürlich nichts Schlechtes, aber es sieht man irgendwie so ein bisschen raus. Kann ja natürlich auch sein, dass ich falsch liege damit, aber das ist meine Vermutung. Na gut, aber auch das Level ist ähnlich wie der Tank One oder wie es hieß. Kommt hier eigentlich ohne große Komplikation durch. Guck mal, ich schwebe hier auf dem Ding. Ja, jetzt sieht man das? Das sieht man, glaube ich, gerade gar nicht. Also, da ich hier auf diesem Röhrending eben stand, aber es irgendwie noch so nicht so in der Luft stand dabei. Ist hier was versteckt? Das sieht so aus, aber wahrscheinlich nicht. Also, Boss-Time. Hammerbrüder diesmal. Oh, Bumerangbrüder, noch einfacher. So, tschüss. Und gewonnen. Okay, und Magma-Kessel, das klingt sehr bedrohlich. Gut, ich weiß, ich muss auf diesem Ding jetzt rumreiten, aber ich probiere mal die Methode hier aus. Mal sehen, wie weit ich hiermit komme. Ah, auch nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir das hier, dass die Lava auch in der Decke ist. Sowas hatten wir auch in Super Mario Bros. 3, aber da war das irgendwie in der fünften Welt oder so, nicht in der letzten. Es geht jetzt davon aus, dass es die letzte Welt ist. Wobei ich ja noch irgendwie noch was im Horizont gesehen habe, dass irgendwie noch so eine Welt ist. Ah, wie gemein, aber es blieb mir dann schon groß übrig. Ach, da. Ach Mann, das weiß ich auch vorher gar nicht, dass die Dinger da überall hergeschossen kommen. Die Stelle wird nett. Na, wobei die Stelle ist einfach. Pilz, bitte. Dankeschön. Oh nein, bin ich ein Esel, Alter. Boah. Scheiß auf die, die aus dem Boden kommen, die aus der Decke kommen. Die sind der echte Schmerz, den man erträgt. So, und jetzt brauche ich hier irgendeine Gelegenheit, mal rüberzukommen. Wann sollte ich denn da bitte darüber? So, jetzt und jetzt. Ja, okay, gut. Wow. Warte, was? Nein, wenn ich daneben stehe, sterbe ich da auch. Das kann man doch gar nicht schaffen, ohne getroffen zu werden. Die Dinger, die Hitbox von den Dingern, sind breiter als so ein Spalt. Das heißt, wenn ich daneben stehe, sehe ich auch als getroffen. Das habe ich auch vor ein paar Parts mal brutal feststellen müssen. Fuck. Oh nein, Alter. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Na gut, Pilz immerhin. Na. Auch hier muss man irgendwie auf eine Gelegenheit erstmal warten, dass man da überhaupt erstmal... Ja, wow, Glück. Mehr Glück gehabt gerade. Ah, das war so klar. Boah, die, die aus der Decke kommen, die sind so unberechenbar, die kriegt man einfach nicht. Gut, da bin ich hier, ich bin sogar groß, ey. Boah. Schon wieder hätte er mich fast getroffen von oben. Ah, verdammt. Ich habe gerade für eine kurze Zeit gedacht, da komm eigentlich... Geht nicht. Ich komme da auch gar nicht so schnell hin. Ich muss groß da sein, während ich da bin. Sonst komme ich da nicht durch. Das war jetzt nicht der Grund... Oh, fuck. Wow, jetzt habe ich sogar den Pilz nicht bekommen. Oh, Gott. Wisst ihr was? Ich bringe mich um. Das kann nichts werden. Ich hole mir hier neue Power-Ups. Das kann so schon gar nichts werden. Das weiß ich einfach. Ich versuche mich hier mit aufzurüsten und dann versuche ich es mal. Da kann ich auch den Anfang überspringen immerhin. Ich meine, der ist jetzt nicht schwierig, der ist jetzt einfach nur so da, aber man kann das einfach abkürzen dann. So, und jetzt machen wir es richtig am Ende Level. Okay, hier kommt doch noch was aus der Luft. Ja, genau. So Luft ist ja nicht wirklich, aber es kommt halt. Oh Gott. Oh Mann, leider getroffen.
Boah. Immer dieselben Stellen. Ach Mann, ich wollte ihn erschießen und davon habe ich nur, dass ich selber getroffen wurde. Jetzt muss ich aber irgendwie versuchen, groß zu bleiben. Bis zum Ende. Genau für hier. Ja. Wow, ich habe es sogar geschafft. Aber ich muss mich ducken. Wenn ich mich nicht ducke, dann werde ich getroffen. Wenn ich daneben stehe. Das ist auf jeden Fall klar. So sind wir schon mal bis hierhin gekommen. Oh, Bully-Boss. Okay, komm her. Und wir haben ihn. Yes! Oh Gott, wie schwierig dies war. Aber wir haben es. Wir haben ein noch besseres Gefühl. Oder ich habe noch ein besseres Gefühl, wenn ich es dann endlich geschafft habe. Die Zeit, die vergeht aber ganz schön schnell. Beim nächsten Mal kommt dann Bowser's Land 4 und dann gucken wir, wie es nach der Röhre aussieht. Also bis dahin.